Wir sind hier im ganz schönen Haus der Musik, eine ganz besondere Location zu einem ganz besonderen Festival, nämlich das Waves Festival. Und bei mir stehen jetzt Kids and Cats. Ich fand euren Auftritt fantastisch, euer Kostüm großartig. Wer inspiriert euch da? Wer stellt diese Stylings zusammen? Oh, wow. Also letztes Mal beim Popfest war es die Zoe Mavi, eine Freundin von mir. Und diesmal, was war die Inspiration? Peter Paul? Es ist irgendwie unser eigenes Ziel, dass wir schon aus jedem Auftritt etwas Besonderes machen. Und die meiste Zeit kommt schon einfach nur Ideen und die nehmen wir auf, verändern sie. Und ihr seid ja zuerst einmal aufgefallen in der ganzen österreichischen Musikszene, zumindest mir, mit eurem tollen, fantastischen Videotipp-Tipp. Wie entsteht sowas? Dauert sowas nicht eine halbe Ewigkeit? Also Tipp-Tipp haben wir mit Dalia Spiegel gemacht. Und wie lange hat es gedauert? Es gab zwei Drehtage und eigentlich nicht so viel Vorbereitung, aber in der Nachbearbeitung hat es ziemlich lang gedauert. Aber das nächste Video kommt jetzt nächsten Montag, den 6. Oktober, raus. Und auch wieder mit Dalia. Diesmal haben wir es zusammen gemacht, also Dalia und ich. Und es ist auch ziemlich verrückt. Was erwartet uns da? Puh, Meerjungfrauen und Masken und eine Choreografie, zu der man tanzen kann. Klingt ja spannend. Ihr habt noch kein Album heraus. Wann kommt es? Wie sind so die nächsten Pläne? Die nächsten Pläne sind... am Montag, den 6. Oktober, das nächste Video. Und das Album bald, das ist schon fertig. Und auf was kann man sich da einstellen? Also ich muss sagen, wenn man eure Musik hört, zumindest ging das bei mir jetzt so bei den Konzerten, wo ich euch gesehen habe, das ist so wie wenn Conchita Wurst den Eurovisionscontest gewinnt und die Österreicher freuen sich alle und denken sich, ja, das sind wir Österreicher. So ging es mir mit eurem Video-Tipp-Tipp, wo ich mir denke, endlich kommt etwas aus Österreich, wo man sich das überhaupt nicht... Also ich mich also total gefreut habe, dass es sowas in Österreich gibt. Wie würdet ihr eure Musik jetzt beschreiben oder beziehungsweise euer neues Album? Ja, wir haben irgendwie alle möglichen Einflüsse, vor allem aus elektronischer Tanzmusik, irgendwie halt verarbeitet. Und die Inspiration kommt vom täglichen Musikhören, Weggehen. Und vom Bad. Und von der nächsten Liebe. Jetzt warst du gestern auf der Waves Press Conference, oder ich weiß nicht, Press Conference, aber auf dieser Waves Conference. Und da war auch dieser Producer aus Amerika namens Lawrence Louis, der auch nicht gewusst hat, wie er euch einzuordnen hat. Fühlt man sich da geehrt? Was ist das für ein Gefühl, wenn man von internationalen Menschen so eingeschätzt wird? Ist das ein gutes Gefühl? Also ja, aber irgendwie lustig, aber auch ein bisschen absurd. Also ich kann nicht verstehen, wenn man sich so viel mit Musik die ganze Zeit beschäftigt, dass man dann nicht hört, okay, es ist halt der und der Einfluss und so. Und natürlich ist es ehrt einen sehr, wenn man quasi doch eine witzige neue Kombination geschaffen hat. Schon cool. Ist man da nervös? Habt ihr probiert, die Producer dann auch zu überreden, hierher zu kommen heute? Fast. Ja, wir haben ganz viel geredet. Ja, wir haben versucht, wirklich ganz viel mit Leuten zu reden. Aber wir wissen überhaupt nicht, wer da war. Aber es waren ziemlich viele Leute da eigentlich jetzt beim Konzert. Aber es war dunkel, wir haben nichts gesehen. Hat mich ein bisschen fertig gemacht, wenn man die Leute so beobachten will und schauen will, was sie da denken oder versuchen zu beurteilen, was sie denken. Aber nein, man hat nichts gesehen. Gut, das heißt, bald dürfen wir mit dem Album rechnen. Dann wird es euch dann wieder öfters zu sehen geben. Hoffentlich. Und jetzt zum Abschluss noch ganz spontan. Wer ist eure favorite all-time inspiring musician? Musician? Oder Musikerin oder Künstler? Quincy Jones. Refused and At The Drive-In von früher irgendwie noch. Flying Lotus.
Puh, Tic-Tac-Toe. Und bei mir ist es der Vorarlberger Schnaps. Nein, ist es nicht. Ich fand deine Antwort am coolsten, deswegen kriegst du jetzt einen Schluck exklusiv von dem Vorarlberger Schnaps aus meiner Heimatstadt. Ja. Oh, schön. Es ist Geschmack Enzian. Ich finde Tic-Tac-Toe super. Tic-Tac-Toe ist großartig. Ja. Krieg ich jetzt einen Schnaps? Ich finde die Band. Ihr wart so spontan. Ja. Oh, gut. Vielen Dank. Hätte ich auch gesagt. Super Interview, super Festival. Danke. Großartiges Festival. Es gibt gerade einen Schnaps.